Ich heiße Hayden. Ich komme aus Neuseeland und habe meine Heimat verlassen und Musik in Deutschland studiert. Seitdem bin ich in viele Länder gereist, immer auf der Suche nach ursprünglicher Musik. Aber das, was in Deutschland abgeht, ist mir immer noch ein bisschen fremd. Volksmusik ist böse. Nicht nur Liebe, nein, auch böse. Antistadel mit Marihuana und Kiffer. Volksmusik oder volkstümliche Musik? Volksmusik mit X. Dieselben Menschen, die mit feuchten Augen am Fuße der Anden sitzen, wenn ein alter Indio zum tausendsten Male El Condor Passe in seine Panflöte bläst, kriegen Pickel, wenn man sie auf die Melodien ihrer Heimat anspricht. Es gibt bei uns so schöne Plätze, dass man einfach sich von den Plätzen auch leiten lässt und das dann einfach in Gebrauch nimmt. Der Wald war einfach Begleitorchester. Und diese Sachen, die einfach da sind in der Natur, gepaart mit dem, was ich selber habe, die ergibt was Schönes. Ich möchte bei dieser Reise tiefer hineingehen, verstehen, warum die Leute ein Problem mit der Volksmusik haben, vielleicht auch mit sich ein Problem. Ich habe wahnsinnig schöne Melodien gelernt, Lieder, Tänze. Ich habe erlebt, wie viel Freude euch Deutschen diese Musik macht. Auch wenn immer ein Hauch von Melancholie dabei ist. Die gehört wohl dazu hier in Deutschland.